Moin ihr Lieben, in diesem Video möchte ich euch meine Bücherneuzugänge aus dem Dezember 2018 vorstellen. Das sind zwar gar nicht so viele, aber da ich 2018 eigentlich gerne so ein bisschen abgeschlossen haben möchte, dachte ich, drehe ich nochmal ein Neuzugänge-Video. Natürlich sind jetzt auch nochmal die Lesemonate November und Dezember fällig, aber dann sind wir mit 2018 eigentlich à jour und können ganz frisch und frei mit 2019 neu beginnen. Ja, ich habe jetzt hier 6 Bücher liegen auf so einem kleinen Stapel neben mir. Darunter fallen 2 ausgeliehene Bücher, 2 selbstgekaufte, ein Rezensionsexemplar und ein geschenktes. Ja, dann haben wir die 6 zusammen. Ich fange jetzt erstmal mit dem Thema Bergsteiger-Romane und Berichte an, denn ihr wisst ja vielleicht aus anderen Videos, dass ich seitdem ich den Thriller Angstrausch gelesen habe, total im Fieber und Wahn verfallen bin. Ja, dieses Thema Bergsteigen, besonders halt diese ganz hohen 8000er, alles was auch mit Eis und Schnee zu tun hat, das ist im Moment das, was mich total fasziniert. Ich gucke mir ganz viele Dokumentationen auf YouTube an, habe mir aber, wie gesagt, auch Romane und Berichte zu diesem Thema bestellt. Im Medimops Unpacking habt ihr das vielleicht gesehen. Darunter waren leider aber auch Bücher, die vom Zustand nicht so sehr schön waren, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar auch dieses hier, In eisige Höhen, das Drama am Mount Everest von John Krakauer. Das hatte ich halt gebunden bestellt und da war leider der Schutzumschlag eingerissen und es war alles ein bisschen verdreckt. Ja, deswegen habe ich Medimops angeschrieben und dass ich es gerne zurückschicken würde, das und noch 2 andere. Und sie haben mir dann daraufhin das Geld zurücküberwiesen und gesagt, ich brauche die Bücher gar nicht zurückschicken. Das war mir dann fast schon ein bisschen unangenehm. Also es war ja sehr, sehr freundlich, ein toller Service. Aber dass ich die Bücher jetzt ja gar nicht zurückschicken brauchte und das Geld auch noch zurückbekommen habe. Ja, aber die Bücher habe ich dann an meinen Vater verschenkt, weil auch er findet dieses Thema sehr, sehr spannend. Aber ich wollte das Buch dennoch lesen, also In eisige Höhen, weil das gilt in diesem Genre wohl auch schon als Klassiker und als ein Bestseller. Und dieses Drama 1996 auf dem Mount Everest ist wohl auch ja, durch die Medien gegangen. Und deswegen ja, fand ich das sehr, sehr spannend. Hier geht es um den amerikanischen Journalisten John Krakauer, der halt eben auch bei einer dieser Expeditionen dabei war, die 1996 auf dem Mount Everest waren. Da waren zu der Zeit sehr, sehr viele Expeditionen auf dem Berg und das wohl, soll wohl auch eins der Probleme oder auch eins der Gründe gewesen sein, warum diese Katastrophe überhaupt passiert ist. Er hat diese Katastrophe miterlebt, hat aber überlebt und schreibt deswegen diesen Bericht, unter anderem, weil er das Trauma, das er dadurch erlitten hat, irgendwie wieder ein bisschen aufarbeiten möchte, aber auch so ein bisschen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, weil da wird viel spekuliert, sind viele Ungereimtheiten, warum ist das überhaupt dazu gekommen? Und er möchte halt seine Wahrheit hier darlegen. Und da Journalist ist, steckt natürlich hier sehr, sehr viel Wissen drin. Ich habe das Buch mittlerweile gelesen und mir hat es auch gut gefallen, obwohl hier sehr, sehr viele Personen drin vorkommt und jede Person irgendwie ihre Geschichte hat, war das manchmal ein bisschen schwierig mitzuverfolgen. Aber trotzdem hat es mir gefallen. Ihr werdet dann mehr darüber erfahren in meinem Lesemonat. Ja, jetzt habe ich noch 2 weitere Bergsteigerberichte hier neben mir liegen. Die habe ich von meinem Vater geliehen bekommen, als wir uns darüber unterhalten haben. Meinte, ich habe auch noch 2, die haben mir sehr gut gefallen, in meinem Regal stehen. Die kannst du gerne mitnehmen. Und zum einen ist das Der Wächter des Matterhorns, Mein Leben auf der Hörnli-Hütte von Kurt Lauber. Und Kurt Lauber ist wohl Skilehrer, Bergführer, aber auch Rettungsspezialist für halt Bergsteiger, die verunglücken auf dem Berg oder am Berg, am Matterhorn. Und da hat er natürlich unglaublich viel erlebt. Hier drin sind auch mehrere Fotos und halt immer so in ganz kurzen Kapiteln mehrere Erlebnisse berichtet. Ich glaube, da muss man auch gar nicht von vorne bis hinten alles chronologisch lesen, kann vielleicht immer mal wieder ein Kapitel lesen. Das sind meistens immer 3 bis 5 Seiten. Ich bin sehr gespannt, was er so zu berichten hat. Wahrscheinlich sehr viel Dramatisches, vielleicht auch mal was Vergnügliches. Keine Ahnung, ob hier nur Drama drin steckt. Wir werden es sehen. Und das zweite ist dann auch nochmal sehr spannend, denn hier hat Kurt Diemberger geschrieben, Seiltanz, die Geschichten meines Lebens. Kurt Diemberger ist der bekannteste Kameramann auf dem Mount, oder nicht auf Mount Everest, sondern auf den 8000ern. Er ist auch bekannt als der Kameramann der 8000er und bildet zusammen
mit einer weiteren Kollegin das höchste Kamerateam der Berge. Und ja, er ist halt nicht nur Kameramann, sondern eben auch Bergsteiger. Und er ist einer der letzten Begleiter von Hermann Buhl gewesen. Und Hermann Buhl ist ein sehr bekannter und berühmter Bergsteiger. Er ist der Erstbesteiger vom Nanga Parbat gewesen. Und zusammen mit Kurt Diemberger hat er noch einen anderen 8000er als Erstbesteiger halt bestiegen. Und Kurt Diemberger ist wohl auch der letzte lebende Erstbesteiger von zwei 8000ern noch. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile immer noch lebt, weil ich nicht weiß, wie alt das Buch schon ist. Ja, aber ich glaube, dass Kurt Diemberger auch sehr, sehr viel Dramatisches, aber auch sehr viel aus dieser Gesellschaft berichten kann. Und wie es überhaupt zu dieser Leidenschaft kommt, kann er wahrscheinlich hautnah berichten. Auch hier sind Fotos enthalten. Ja, gerade als Kameramann hat er wahrscheinlich sehr, sehr viele Bilder. Und ja, da ich auch Hermann Buhl als Person sehr, sehr interessant habe, der ja verunglückt ist auf einem anderen, war das auch ein 8000er, weiß ich gar nicht. Jedenfalls kann der da wahrscheinlich auch sehr, sehr viel berichten. Ich bin gespannt. Ja, jetzt wenden wir uns aber mal diesem Thema ab und kommen zu anderen Themen, anderen tollen Themen. Ihr kennt ja sicherlich diese ganzen Escape Rooms, die im Moment in vielen Städten aus dem Boden ploppen, wo es mittlerweile schon ganz viele Brettspiele, Gesellschaftsspiele, aber auch sehr, sehr viele Bücher zu diesem Thema gibt. Und ich habe mir hier eins als Rezensionsexemplar bestellt, angefragt und es ist auch angekommen. Und zwar heißt es Entkommen, die geheime Bibliothek von Christian und Florian Sußner. Das ist eben ein Escape-Buch. Und das Schema ist eigentlich immer gleich. Man kommt in einen bestimmten Raum, wird dort eingesperrt und kann nur entkommen, indem man innerhalb einer Stunde Rätsel löst und dann halt irgendwie einen Schlüssel findet oder halt ja den Ausgang. Ja, und dazu gibt es halt verschiedene Themen, die der Raum halt eben haben kann, wie der ausgestattet ist. Und hier geht es halt um eine geheime Bibliothek. Man kommt in einer Bibliothek, in einen Raum, auch dort wird man eingesperrt. Und findet auf dem Schreibtisch Notizen und einen Brief, dass man eben jetzt eine Stunde Zeit hat, Rätsel zu lösen und ja, den Schlüssel zu finden, um zu entkommen. Ich habe das Spiel mittlerweile gespielt und werde dazu natürlich auch eine Rezension abdrehen und berichten, wie es mir gefallen hat. Christian und Florian Sußner kenne ich auch schon von einem anderen Fantasy-Spielbuch, was mir sehr gut gefallen hat. Ja, als nächstes komme ich zu einer tollen Genremischung. Ich habe euch schon mal vom ersten Band dieser Reihe berichtet. In meinen Tops 2017 kam das vor und ich habe das Buch oder die Reihe im Harz kennengelernt. Da haben wir uns so einen richtig schönen Harz-Mystik-Krimi ausgesucht und das war eben der erste Teil einer Reihe. Und da habe ich jetzt hier den zweiten Teil zu. Die Reihe heißt Im Schatten der Hexen von Katrin R. Hotovetz und ja, der zweite heißt Hexenjahr und ist eben eine mystische Hexenkrimi-Saga. Also es sagt ja schon alles, dass es ein sehr, sehr vermixter Roman ist mit vielen, vielen Elementen. Und der erste hat mir schon unglaublich gut gefallen. Er war gruselig, er war spannend und hatte halt diese Elemente aus Krimi, aus historischen Romanen. Und eben dieses mystische, dieser Gruselanteil war halt auch noch dabei. Ja, und ich erhoffe mir, dass es hier genauso weitergeht. Ich glaube, die Reihe hat irgendwie 5 Bände insgesamt. Und ja, da hat mein Vater und ich, wir haben diese Reihe beide gelesen. Und er hat sich jetzt halt den zweiten Band gekauft und ihn bereits gelesen und mir jetzt geschenkt und dass ich ihn jetzt weiterlesen kann. Finde ich auch immer so toll. Er sagt immer, dass er beim Lesen immer extra aufpasst, keine Leserillen reinzumachen oder sehr, sehr vorsichtig liest. Und ohne dass ich irgendwas gesagt habe, finde ich total niedlich und freue ich mich immer drüber. Und prompt, ja, nehme ich das mit nach Hause, fällt es mir natürlich runter und hat jetzt hier eine Ecke. Ja, super. Naja, ist nur eine ganz kleine Ecke. Ja, worum geht es? Ich will euch natürlich nichts vom zweiten Band erzählen, weil ich selbst auch gar nicht drauf geschaut habe, weil ich mich selbst überraschen lassen möchte. Aber es geht grob darum, dass im ersten Band verschwinden halt Kinder und unser Detektiv soll das halt auflösen und da kommt dann eine verlassene
keine verlassene, an eine Mühle, in der eine alte Dame wohnt und die halt einiges über Legenden von Hexen weiß. Und sie glaubt, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt, weil nach bestimmten Hunderten von Jahren wieder diese Hexen für ein bestimmtes Ritual zusammenkommen, um, ja, was genau sie machen, will ich jetzt nicht verraten, aber dazu brauchen sie halt auch Kinder. Und wir erfahren in Rückblicken immer etwas von der Bewohnerin der Mühle, also eine Vorfahrin, dass sie damals auch als Hexe angeklagt wurde und verschwinden musste in ein Kloster. Und auch dort erfährt sie einiges über diesen Hexenzirkel. Ja, es hängt alles irgendwie miteinander zusammen und ich fand die Mischung sehr, sehr passend, sehr schön, also sehr, sehr gruselig auch, Atmosphäre ganz toll. Und obwohl ich eigentlich nicht so der Ermittler-Krimi-Fan bin, hat mir das hier sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, dass das dann hier im zweiten Band genauso weitergeht, auch wenn ich aus dem ersten Band schon vieles wieder vergessen habe, was mich so ein bisschen ärgert. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel Zeit verstreichen lassen, aber ich werde in den ersten Band nochmal so ein bisschen reinblättern und mir einige Details wieder anlesen. Und ich denke mal, dass dann im Laufe der Zeit dann auch wieder, ja, dann auch wieder die ganzen Erinnerungen kommen. Und ich, ja, ich freue mich sehr, weiterzulesen. Und mein Vater meinte schon, es wäre wieder sehr gut gewesen. Ja, das war das fünfte Buch. Und jetzt kommen wir zum letzten. Jetzt kommen wir zum Highlight dieses Videos. Dieses Buch habe ich mir selbst gegönnt von einem Gutschein. Ja, so ein Buch würde ich mir nicht, glaube ich, nicht einfach so schenken. Aber ich wollte mir auch was zu Weihnachten gönnen. Und wie gesagt, hatte ich einen Gutschein und deswegen ist das jetzt hier eingezogen. Ach, es ist so wunderschön. Und zwar die illustrierte Alice im Wunderland-Ausgabe von Benjamin Lacombe, also illustriert von Benjamin Lacombe, geschrieben natürlich von Lewis Carroll. Es ist, wie ich, glaube ich, gelesen habe, die Originalausgabe, also nicht irgendwie gekürzt oder so, das ist mir immer sehr wichtig, aber hier macht natürlich die Aufmachung unglaublich viel her. Und ich hatte ja mal gesagt, dass ich Alice im Wunderland gerne nochmal lesen würde, weil ich hatte es bereits gelesen und war jetzt nicht so begeistert, aber es ist auch nicht so einfach zu lesen. Mir gefällt diese Welt und diese verrückten Ideen, dieses wirre, bunte, wahnsinnig irgendwie und dieses Hintergründige, und deswegen würde ich das gerne nochmal lesen. Und da ich diese Adaption, die Filme und die verschiedenen Bücher so sehr liebe dazu, ja, dachte ich, muss das nochmal geschehen, und dann in dieser wunderschönen Ausgabe macht es natürlich noch mehr Sinn, denn mit diesen wunderschönen Illustrationen. Ich habe ja auch Alice im Düsterland gelesen, dieses Fantasy-Spielbuch aus dem Manticore Verlag, was ich ja rezensiert habe. Und auch dieses Buch hat ja viele, viele Referenzen auf Alice im Wunderland. Und das hat mir so viel Lust gemacht, dieses Buch nochmal zu lesen. Deswegen ja, war der Zeitpunkt einfach da. Es gibt auch den zweiten Band, Alice hinter den Spiegeln, auch nochmal in dieser Ausgabe. Aber ich dachte, ne, lass mal die Kirche im Dorf, fang mal erstmal hiermit an. Ja. Ich habe jetzt auch möglichst noch nicht reingeblättert, weil ich während des Lesens mich dann von diesen wunderschönen Illustrationen ja, bezaubern lassen möchte. Der Stil von Benjamin Lacombe ist ja sehr speziell und ich denke mal auch nicht für jeden etwas. Er ist sehr düster, sehr melancholisch und ja, aber ich liebe es. Ich meine, alle, hallo, wie wunderschön ist das bitte? Und ich hätte es mir, also es kostet 39,95 neu, und ich hätte es mir nicht einfach so gegönnt. Aber mit dem Gutschein zusammen war das natürlich sehr, sehr passend. Und ja, wenn man sich dann zu Weihnachten noch mal was gönnen möchte, perfekt. Ja, dann muss ich mir jetzt auch bald dazu greifen. Das wird natürlich ein Buch, was ich eher zu Hause lesen werde und mir nicht irgendwie unterwegs mitnehmen werde. Ich denke mal, dass ich dann immer mal ein Kapitel zu Hause mir dann angucken und lesen werde. Ja, jetzt kommt die Sonne raus und blendet mich. Das ist das Stichwort, dass das Video jetzt auch langsam beendet werden sollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Neuzugänge zu erspähen. Ihr könnt mir gerne schreiben, was habt ihr denn so zu Weihnachten bekommen? Bei mir lag jetzt nichts Buchiges unterm Tannenbaum, aber es ist auch gar nicht schlimm. Erstmal, weil ich mir selbst was gegönnt habe und weil ich auch genug auf meinen Stapel ungelesener Bücher noch habe. Von daher alles gut. Ich hatte wunderschöne andere
Weihnachtsgeschenke, die ich euch wahrscheinlich auch noch zeigen werde, weil da einiges Nerdiges und Merchandise-Produkte noch dabei waren. Mache ich, denke ich mal, noch mal ein eigenes Video zu. Aber erzählt mir gerne, was unter eurem Baum lag, buchiges oder nerdiges. Erzählt mir das gerne, das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und natürlich auch, was ihr zu den Büchern sagt, die ich hier vorgestellt habe. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere und könnt mir dazu irgendwas sagen. Oder ihr kennt es noch nicht und fühlt euch vielleicht deswegen ein bisschen angesprochen dadurch. Das war's jetzt aber. Ich wünsche euch jetzt noch schöne, lesereiche Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.